Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Crusader Kings 3 mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich bin natürlich nicht alleine da beim Rennen um den Kreuzzug. Der Mr. Merp ist auch da. Ich grüße dich. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Genau in dem Moment habe ich jemanden den Krieg erklärt. Ja, und wir übrigens auch. Wir kämpfen gerade gegen Nitra. So, wollen wir laufen lassen? Jo, bin ich schwer dafür. Das finde ich gut. Und ja, also ich habe natürlich mal wieder... Guck mal, ich kann Bardubrecht-mäßig einkerkern. Wer ist das denn? Das ist eine Prinzessin. Lange ist nicht wie eine Prinzessin. Die hat, Bardubrecht. Kennt ihr auch schon Prinzessin Bardubrecht? klingt halt echt wie so ein Männername. Ja, die Prinzessin Bardub, die können wir freilassen und vielleicht. Ich würde sie gerne. Moment mal. Ach, das ist die Frau vom Louis. Und ich könnte ja sagen, ich verlange ein schwaches Druckmittel. Sie hat nämlich einen Anspruch auf das Königreich von Irland. Mhm. Und ihr Mann ist ein Vasall von mir. Aber willst du dich mit Alba anlegen? Weiß ich noch nicht. Okay, du bist viel mächtiger, aber... Weißt du so, also es ist ja nur so meine Meinung, diese Insel da oben ist schon eher meh. Die ist also anstrengend, sagen wir es mal so. Mein treuer Onkel, oh shit, das ist eine Nichte von mir gewesen. Ach so, oh. So, ich glaube, das könnte die Folge werden, in der du mich vielleicht sogar freilässt. Ich kann ein Bündnis mit Prinz Martin von Burgund aushandeln. Das ist... Warte mal, wer ist denn das? Das ist ein Enkel von mir. Also es ist keiner meiner näheren Geschwister oder Kinder. Ah doch, Prinz Martin ist mein Sohn und Erbe. Der hat sicherlich nichts dagegen, wenn der Kaiser sein Verbündeter ist. Das ist halt echt witzig, ne? Wie unsere Familien de facto eigentlich jetzt hier miteinander verzahnt sind. Mhm. So. Ey, was ich an Verschleiß kassiert habe in diesem Gebiet, einfach nur fürs Rumlaufen. Du kriegst einen Vasall von mir. Juhu, welcher ist das? Da im Süden, oder? Keine Ahnung, ich konnte den nur einfach so auf diplomatischem Wege vasalisieren und dann habe ich das einfach gemacht. Ah, okay. Ich gebe dir dann auch mal Vasallen, ne? Oh, Alter, der hat 20 mal so hohe Verluste wie wir. Ach du meine Güte. Oh, wir haben den Krieg gewonnen. Schön. Hast du die Anfrage bekommen? Moment, Sekunde. Sehr gut. Dann kommt noch ein weiterer nach. Hä? Warum geht denn das nicht? Ach so, nee, das kann ich nicht machen. Scheiße. Das ist irgendeine, die halt da oben jetzt in deinem Land irgendwas hat. Das ist okay, irgendeine, die irgendwo da oben in meinem Land irgendwas hat. Ja, ja, also die hat schon Ländereien bei mir im Süden und zwar ganz viel und die hat jetzt ja noch eine Grafschaft bei dir da oben auch. Das kann man als ungünstig ansehen. Macht aber auch echt keine Kohle, ne? Waldenser in Leinster. Nobody's perfect, sag ich dazu bloß. Dann machen wir hier mal das hier noch schön weiter. Bin ja immer noch dabei, all den ganzen Scheiß wieder aufzubauen. Ach Gott, ich habe noch Söldner. Ja, die können ruhig auslaufen.
Die Söldner laufen aus. Sie sind etwas undicht. Ja. Sie sind etwas undicht. Komm, gib mir das Lösegeld, Junge. Danke. Ich führe ja die Kriege eigentlich nur noch, um Geld zu machen. Ja, die sind meistens ganz, ganz ertragreich, ne? Ne? Wir haben übrigens absurde Truppen, also ich glaube, der nächste Kreuzzug könnte tatsächlich einer werden, bei dem wir Erfolg haben können. Ah ja. Oh, warte mal, wir müssen mal ganz kurz schauen. Ich muss mir wieder einen tollen Namen ausdenken. Ah, Prinz Hildebert hat einen Sohn bekommen, der Namensvorschlag. Er ist ein Herkules, wunderschön und ein Genie. Okay, mein Lieblingsenkel. Da nenne ich ihn, so nenne ich ihn auch, Lieblingsenkel Superstar Gehirn. Gehirn. Brainiac? Body. Bilder. So. Alles zu lange. Ah, Mist. Ja, okay. Ja, du kannst doch nicht so viel machen. Superstar der Hirne? Ja, genau. Okay, Lieblingsenkel Superstar der Hirne ist das jetzt. Genau. Von Wolfenstein. Lieblingsenkel. Ein völlig normaler Name in deinem Geschlecht. Also bei mir, ja, wir müssen jetzt ausgefallene Namen finden. Also ich finde, Blasi ist schon sehr ausgefallen. Blasi war gut. Ich fand auch Jackpot ziemlich gut. Hat mir auch gut gefallen. Herrscher gibt sich Ketzerei hin. Prinz Ithel der Dritte. Wo ist er? Prinz Ithel, wo kommst denn du weg? Aha, aus Gwynedd. Okay, dann, wenn ich jetzt sage, kann ich sagen, nee, Vasallentum anbieten geht auch nicht. Mord ginge, aber ich hätte gerne einen Anspruch. Warum geht denn das nicht? Anspruch erbitten. Ah, weil er nicht mehr, achso, warte mal, der ist ja nicht mehr, ja, der ist ja nicht mehr katholisch. So, dann bitte einmal die Forderungen erzwingen. So sei es, danke sehr, Stins. Wir haben ein Druckmittel erhalten und ich werde hier von dir geplündert. Guck mal, da habe ich ungefähr 5000 Gründe, die dagegen sprechen, dass du mich plünderst. Und jeder davon trägt eine Axt oder ein Schwert. Genau. So, wir werden ein Friedensstifter. Das ist doch schön. Friedensannahme plus 10, immer gut. Wobei das so ein bisschen manchmal... Er haut ab. Der Flatschkorb haut ab. Mach ihn fertig. Komm. Ich erwische ihn angeblich in 8 Tagen. Komm, mach ihn platt. Hol dir die Kohle zurück. Enke spielt die Diplomatie. Da die hässlich Oma, Großfürstin Immese. Da, guck mal, einen Riesenhut hat sie, aber nichts drunter. Und zack. Und nochmal frittiert. Und schau mit Au auflösen. So, wir laden. Wir haben 1 Million Sachen zur Verfügung. Sollen wir auf Pilgergereise gehen? Wir gehen pilgern. Oh shit, ich habe zu viele Pop-Ups. Sekunde. Was ist das? Ein sinnlicher Vorschlag. Vedrana Tripimirovic. Die macht mir einen sinnlichen Vorschlag. Was? Ich habe die beschlafen, sie wird meine Affäre. Ich habe sie beschlafen. Beende das Komplott verführen. Jo. Jetzt wird 10 Jahre lang niemand versuchen, mich zu verführen. Beende das Komplott von Dingeling. Finde ich gut. So, wir gehen nach Jerusalem für 720 Euro. Da könnte ich ja direkt mal... Das entspricht 5 Geiseln.
Das kommt aber auf die Geiseln an. Das entspricht 5 Geiseln, mindestens. So, wer war denn das jetzt? Ich könnte jetzt einen Krieg erklären, ne? So, und zwar Ansprüche von der. Oh, ich kann keinen Königstumsanspruch da durchsetzen. Oh. Alba hat mal gerade überhaupt nichts. Ey, die können sich mal warm anziehen. So, den Häuptling vom Hodenwald. Den greife ich, glaube ich, auch mal an. De jure. Okay, pass auf, wir machen de jure Herzogtum, oder was? Jo. Ich verliere Geld. Dieser Krieg ist lästiger, als er erst ausgesehen hat. So, kann ich jetzt eigentlich theoretisch meinen Erben bestimmen? Ja, ausgezeichnet. Ab jetzt ist meine Erbsituation safe. Ich habe hohe Lebensautorität. Oh ja, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Ne? Ist halt super hilfreich. Ich kann meine Lebensautorität gar nicht erhöhen. Das liegt wahrscheinlich an der entsprechenden Tech, ne? Ja, ja, ich habe absichtlich mich dazu entschieden, halt kastilisch, also Entschuldigung, andalusisch zu werden, weil die halt königliches Vorrecht schon haben. Ah, das ist natürlich nice. Also ich könnte jetzt wieder zurückkehren zur alten Tech. Ich alter Exploiter, ich. Ja, ja, du bist ja exploiterisch auf jeden Fall. Ja, aber du weißt doch, wie diese Paradox-Spiele sind. Die wollen doch exploitet werden, die lechzen danach. Genau, ja. Das ist wie so eine BDSM-Session für die, wenn der Spiel anfängt zu exploiten. Ja, gib's mir, hart und dreckig. Geht gerade mit mir durch, Entschuldigung. Ja, ja, so ein bisschen. Sehr gut, okay. Jo, dann sollten wir Alba trotzdem mal angreifen, wahrscheinlich, ne? Und so, sagt hallo zu meinem neuen zweiten Sohn, Mr. Nice Guy. Er ist nicht Jackpot, aber er ist nice. Oh. Ja, die sind halt nur robust und keine, wie heißt's? Keine Herkuliden. Da muss man damit leben, dass die vielleicht nicht ganz 99 Jahre alt werden. Höchstens 99 Luftballons gewinnen. Und gleich habe ich das nächste Königreich wieder unterjocht. Na, die haben sich damit aber echt keinen Gefallen getan mit diesem Move. Also ich erobere gerade eben alles wieder zurück, was ich verloren habe, genau, durch meinen Tod. Verdammtes nice. Erbe und so. What? Warte mal. Das war gerade ein Sprung von 6 Tagen. Ich hatte gerade auch irgendwie einen Lag oder sowas. Kann das sein? Ich kann gut sein, das sah mir gerade auch nach einem Lag aus. Was aber auch ein Krieg nach dem anderen gerade, ne? Es lohnt sich gerade auch. Oh, ich bin über der Domänenschwelle. Günner hat die Fließbandproduktion des Krieges entdeckt. Ja. Es ist aber auch einfach so, ne? Krieg führen ist halt einfach super lukrativ, wenn du der Gewinner bist. Irgendwie wollen die sich auch nicht unterjochen lassen.
Dieses egoistische Pack, ich sag's dir. Nee. Ja. Also, wobei ich jetzt auch hier gerade sagen muss, also, ich suche mir jetzt halt die... Ups, was ist denn jetzt hier gerade wieder passiert? Ich suche mir jetzt hier die, ja, okay, komm, der bringt mir 10 Euro. Der bringt mir 50 Euro. Das sind halt... Komm, mach mal normal. Ich suche mir jetzt... Ihr könnt einen Herzog von Pisa an König Angel von Italien übertragen. Ja, dann machen wir das mal. Ich suche mir jetzt halt gerade auch so ein bisschen hier die, die Gebiete aus, die ich relativ easy bekommen kann, ne, mit meinem Kriegsvolk, ne, weil solange ich das aushebe, habe ich da keine hohen Kosten, ne, also. Das mache ich ja auch immer so. Und, ich bin halt auch ein verdammt guter General, ne. Ja, also. Mit einem Kommandowert von 37, ne, kann man so ein bisschen was. Ja, mit dem Kriegsvolk alleine kannst du so viele Schlachten gewinnen. Ja, weil wir halt auch übertrieben viel und übertrieben gutes Kriegsvolk halt gerade haben, ne? Aber es lohnt sich halt auch einfach da drauf zu gehen, ne? So ist es. Und ich versuche den jetzt mal hier so ein bisschen seitlich abzucashen. Halt auch so witzig, eine Versorgungsschwelle 4080. Ich bekomme Verschleiß, weil ich 16 Mann zu viel habe. 16. Und gewonnen. So, ich habe mein Reich wieder vergrößert. Okidoki, dann wollen wir doch mal schauen. Wem kann ich jetzt hier vielleicht aus welchem Grund den Krieg erklären? Anspruch erbitten wird nicht gehen. Krieg erklären hier auch nicht so wirklich. Ich muss mal gucken, was fehlt mir eigentlich noch für die Kaiserkrone? Ja, nicht so viel. Nicht so viel. Gräfin Quetta von Snaim, weil die fremdgegangen ist. Bürgermeisterin Eve, weil die fremdgegangen ist. Alter, ne? Du musst halt echt aufpassen. Ja, ne? Und jetzt hast du hier den Chitibor Samuel von Wolfenstein. Den super starken Bastardsohn gekriegt. Alter, die hat Schotter. Warum auch? Auch die. Wirklich, ne? Wo die Leute ihre Äumel reinstecken, es ist die Garantie dafür, bei mir im Knast zu landen, ne? Es ist. Aber es ist doch eigentlich auch ein ganz, ganz tolles Wirtschaftssystem für dich. So, genau so ist es. Oh, Alter, ey. Ich kann für ihren Sohn kann ich auch nochmal Knastgeld verlangen. Wie heftig. Herzogin von Bayern macht hier Stress. Okay. Was haben die denn jetzt hier für ein Problem mit mir? Ich könnte die Onaga mal durch Mangonellen ersetzen bei Zeiten. Wenn ich Glück habe, geht's hier raus. Ihr gesteht Marien eure Gefühle. Alter, ich fühle nichts für Marie. Nein, lass uns mal besser Freunde sein. Warum wollen die Leute die ganze Zeit, dass ich fremdbumse? Ich bin derjenige, der die ganze Zeit hier sagt, Leute, passt auf, wo ihr schnackselt, es wird im Knast für euch enden. Ich bin der Typ, der alle in den Knast stopft, die fremdschnackseln. Und das Erste, was halt hier passiert ist,
Das Spiel will, dass ich fremdschnacksel. Gibt es nicht. So, wir haben ganz viele Ritter rekrutiert. Und einer nicer als der andere. So, wer führt die Armee an? Irgend so ein Knilch. Komm, sag mal, wer führt die Armee an? Aha. So, wir werden jetzt Galan freischalten. Bam. Weißt du, was immer so geil ist, wenn du so deine gerade mal so 3-4-jährige Tochter in so einen 60-Jährigen verloben kannst? Jo, und du genau weißt, ja. Du genau weißt, die werden eh nie heiraten. Ja. Und der 60-Jährige auch. Oh, warte mal. An den stattlichen Ori-Zerstörer Schwarzenegger. Ich bedauere, dass es so weit kommen musste. Ich weiß, dass ihr in Wahrheit für den Mord von König Gero... Ach, der ist doch schon tot. Verantwortlich seid. Wenn ihr wollt, dass ich schweige, werdet ihr tun, was ich euch sage. Verliert 15 Meinung von Graf Arnaud, kommt einer Rivalität näher. Er hält ein schwaches Druckmittel gegen euch. Er hält 40 Anspannung, weil ihr ehrlich und nachsichtig seid. Das heißt, ich müsste dann ganz schnell mal irgendwie jagen gehen. Und der Graf von Arnaud, der hat die Grafschaft Landsfeld. Dann bekommt er ein schwaches Druckmittel. Könnte der das zum Beispiel einsetzen, um so einen Nichtskönner-Ratsposten zu bekommen? Nochmal. Könnte der, wenn der jetzt ein schwaches Druckmittel gegen mich kriegt, ne? Ja. Dann. Ja, das kann er machen. Ja, dann kann er sich einen Ratsposten dadurch erschleichen. Ja, genau. Deswegen mache ich ablehnen. So, es wird jetzt bekannt, dass ich ein Mörder bin. Allgemeine Meinung minus 15. Interessiert eh niemanden. Warte mal, wie viel Schrecken habe ich? 100. Na also, interessiert doch keinen. So, oh, schau. Da sagst du was. Warte mal, Schrecken könnte ich jetzt auch mal benutzen. Schauen wir mal. Vielleicht. Lass mal gerade mal die Pause drin. Oh, sorry. Ja, ich mache sie wieder rein. Sekunde. Ich suche mir jetzt hier mal ein paar Leute, die man um die Ecke bringen kann. Oh Gott. Graf Martin Forza. Das ist... Achso, oh Gott, Alter, ja. Mir fällt in Land, wenn der Typ abnippelt. Ah, ja. Auch wieder so ein Fremdschnacksler. Ist da irgendjemanden? Das ist ein ganzer Graf sogar... Ah ne, da wäre ich Sippenmörder. Ja, den richtig ist auch mal hin. Müssen vor allen Dingen, also ich würde auch mal vorschlagen, dass wir bald mal so einen Kreuzzug oder irgendwie sowas nach Byzanz organisieren. Ein Kreuzzug nach Byzanz? Oder, ja, ich weiß nicht, kann man nicht irgendwie, können wir die nicht irgendwie platt machen? Ich meine, guck mal, ich habe 31.000 Mann, der hat gerade mal 14. Da dieses byzantinische Otterngezücht. Können wir die nicht irgendwie wegraven? Okay, die eine ist jetzt raus. Vielleicht kann ich den hier auch noch rausnehmen. Boah, Alter, das nächste Mal, wenn du meinen Ratsspitzel gefangen nimmst, sag mir bitte Bescheid. Ich? Ja. Ups, Entschuldigung. Der war bei dir im Knast, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht, wie er da gelandet ist. Er muss echt falsch abgebogen sein, du. Das Spiel will konsequent, dass ich den Typen jetzt irgendwie loslöse. Werft ihn ins Gefängnis. Nein, er bleibt auf freiem Fuß. Außerdem, seine Frau ist schon im Knast. Genügt das nicht? Ich probiere nochmal ein paar von diesen Mieslingen um die Ecke zu bringen. Das wäre Tyrannei. Ja, dann sollen wir die Pause ausmachen? Warte ganz kurz, bitte. Ja. Ich versuche gerade eben Schrecken aufzubauen. So. Dass die sich hier nichts mehr trauen. Jetzt werde ich halt noch reizbar, verdammt. Ja, also ich habe wahrscheinlich gleich eine Rebellion. Ah, jetzt sind sie wieder zu schwach geworden.
Der Vasall ist ein, der Papst ist ein Bastardkind, ist auch so geil, ne? Ja, solche Dinge kommen vor, ne? Was soll denn das Töchterchen lernen? Die interessiert sich für Kriegsführung oder Verwaltung. Witzig, dass der Krieg jetzt hier instant vorbei ist. Ach, ich habe angeblich immer noch zu viele Herzogtümer. Okay, Valencia muss ich aber echt nicht haben. Wo ist ein Valencia, da Herzogtum? Bitteschön. Genua, Provence und Granada muss ich halt behalten. Das ist halt echt so der Fluch. Wie will sich rauslösen? Ja, ist klar. Du mit deiner Meinung von minus 96 über mich willst dich auslösen. Mhm. Aber sicher nicht. Manche haben Vorstellungen, Günner, ich sag's dir. Ja. Kann ich mir nicht leisten, weil ich minus 167 Dingens habe. Und der will sich auch auslösen. Gefangene und Cousin und Vasall von mir. Nee, du bleibst auch im Knast. Jeder von diesen Mieslingen würde sich ja ansonsten hier diesem Rebellionsversuch anschließen. Und das kann's ja nicht sein. Meine Cousine, die Maria... Die wollen sie auf dem Thron sehen. Euren Zorn entfesseln. Warte mal, sie hat ein Kampfgeschick von 9. Kann ich die versehentlich töten mit 16? Was ist so? Ich mach mal ein Duell. Ich entfessle meinen Zorn gegen... Ach, das ist ein Akt der Tyrannei. Oh, das kann ich jetzt wiederum nicht machen. Ach, Manno. Kann ich vielleicht gegen dich den Zorn entfesseln? Nee, das kann ich gar nicht. Ich finde es voll gemein, dass es immer ein Akt der Tyrannei wäre. Rangere das an. Na, jetzt muss ich gerade eben einfach warten. Das ist mein Problem. Ach, jetzt habe ich versehentlich ihm dieses Stück Land gegeben. Das wollte ich nicht. Oh Gott. Ich habe wieder einen Sohn. Diesmal ist es nur stattlich. Oh Gott. Wie will ich den denn nennen? Der ist nur stattlich. Und jetzt ist er auch schon krank, bevor ich ihm einen Namen geben konnte. Dann nenne ich ihn einfach Mr. Nice Try Guy. Mr. Nice Try Guy, sehr gut, ja. Ich meine, so wie das aussieht, überlebt er sowieso nicht das erste Jahr hier. Der gibt sich echt keine Mühe mit dem Überleben. Komm, das kriegen wir schon hin. Ach, Manno, ich habe... Ich glaube, ich muss pilgern, sonst wird das hier nichts... Auf nach Jerusalem. Jai, jai, ho. Das war ja bloß scheiße teuer, dieser Move, du. Wie du dir vorstellen kannst. Was hast du... Pilgern welcher gehen. Move war scheiße teuer? Pilgern gehen.
Ah, ja, das ist teuer, ja. So, da habe ich hier nochmal ein paar Bonuswerte durch meine Frau bekommen bei den Ratsaufgaben. Okay. Oh, ich kann ein Mystiker werden. Komm, ich mach das. Ein wahrlich mystischer Herrscher werde ich. Das alte Winterwell. Und jetzt erlebe ich die Ekstase der Göttlichkeit. Sag nochmal, Teruel. Ah, ein weises, ja, okay. Männchen geworden. Alter, ich will dein Geld haben. Dann gib mir das Lösegeld. Komm. So. Ich muss übrigens auch noch. Da ist er. Komm. Bleib hier. Ja, hol dir schnell die Stadt und dann machst du die Armee da drüben platt. Komm. Da ist er. Die polnische Armee. 5400 feinste Bauern. Power to the Bauer. 400, ne? Ja, aber hallo. Hoffentlich jetzt nicht Power to the Bauer. Hoffentlich jetzt. Yo, hoffentlich jetzt gleich Death to the Bauer. Denn ich kommandiere mal wieder selbst. Oh, er greift mich an. Bad idea. Bad ideas, guy. Genau, fängt erstmal an mit. Oh, lol. Okay. Alter, der hat schon. Guck mal, der hat uns. Wir haben noch nicht mal 100 Mann verloren. Oh Gott. Okay. Komm, einmal. Die Armee noch platt machen, dann haben wir den Krieg auch schon gewonnen. Das ist so krass, ey, dass wir jetzt durch unseren Galant das erreicht haben, dass die Friedensannahme oder durch den Lebenswandel, ne? Dass die Friedensannahme jetzt halt auch so früh läuft. Dann langt das einfach, wenn du zwei Schlachten gegen den gewinnst. Mhm. Die richtigen Schlachten halt, das ist richtig. Ja. So, und wir machen hier ein Päuschen, denn wir haben 32 Minuten aufgenommen, Leute. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid und wenn ihr jetzt auch mal, jetzt können wir, Leute, jetzt wo der Günner beim Mörb in die Schule gegangen ist, ja, in die, wie wickel ich das Spiel um meinen Finger, Schule, Mörb in Crusader Kings 3. Jetzt gucken wir auch dem Kaiserreich Germanien bei der weiteren Expansion zu. Ich sag vielen Dank fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute und bis dahin Pax Vobiscum, Valete. Tschüss.